Ik. Ja. Ja. Geschätzte Coaches und Coachinnen eventuell, herzlich willkommen zu dem, ja, vielleicht fast historischen Moment, Webinar von Youth Sport und Development. Es ist eine schwierige Zeit, ich will nicht auf die Zeit eingehen, das wissen wir alle. Ich freue mich, wenn ihr gesund und interessiert immer noch am Hockey hier dabei seid. Lassen wir uns die Energie, die das Hockey hat, und das möchte ich mit diesen Bildern dokumentieren, nicht nehmen. Wenn Webinar irgendwo Corona als Chance nutzt, dann möchte ich am Schluss natürlich auch fragen, wie habt ihr es empfunden? Wäre das eine Form für heute, während dieser speziellen Zeit und eventuell auch für spätere Zeiten, in einer Form, wo wir können effizient, gerafft und ganz spezifisch auf Themen orientiert könnten zusammenkommen. Mir ist so vorgestellt, dass wir auf der einen Seite natürlich hoffen, dass wir das Handling in den Griff bekommen. Und möchte etwas vorweg sagen, für uns ist es auch das erste Mal. Ich bin sicher, dass wir das eine oder andere hier noch ausbügeln müssen. Wir wollen lernen, wie ihr hoffentlich durch den Inhalt auch könnt lernen könnt. Das Webinar-Format, wie passt es für uns, aber auch für euch, das wäre vielleicht etwas als Teil von dem Intro. Wir möchten euch die Unterlagen vorstellen, wo haben wir was erarbeitet, die verschiedenen Themengebiete. Über Präsentation für Trainer und Kids möchten wir euch etwas auf den Weg geben in dieser Sommerzeit, in dieser speziellen Sommerzeit, die ihr als Trainer könnt nutzen könnt, wo ihr in der Kommunikation mit den Boys und den Girls könnt nutzen könnt. Innerhalb von dem Ablauf habt ihr eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die wären schriftlich über die Chatform zu stellen. Ich werde die aufnehmen und probiere, die wichtigsten oder die besten oder die entscheidendsten einzufließen lassen in die Präsentation mit dem Nick Hess. Das werde ich dann machen mit einer Interviewform am Bildschirm vom Nick. Also bitte schreibt noch auf. Entweder direkt während der Präsentation oder im Nachgang, wenn ihr Anschlussfragen habt. Im Abschluss natürlich das Feedback, das uns extrem interessiert. Wie können wir weiterfahren im Sinne von unserer Webinar-Agenda vorweg, wo wir in den nächsten 2 Monaten während dieser Corona-Zeit eigentlich entwickeln, ausgeschrieben haben und vielleicht auch weiterentwickeln können, wenn das Interesse da ist. Ihr seht oben rechts an eurem Bildschirm so ein Chatfenster. Ich hoffe, das könnt ihr entdecken. Also dort sehen wir die Möglichkeit, dass ihr während der Präsentation die Fragen könnt stellen könnt. Entweder kann ich sie gerade beantworten während der Präsentation oder ich nehme sie auf und werde die nachher am Referenten stellen. Das heisst, wir haben eigentlich da immer 2 Teilnehmer. Einerseits der Produzent, das wäre ein bisschen meine Wenigkeit, der versucht, in der Technik das Nötige zur Verfügung zu stellen, nehmen Fragen auf. Wogegen der Referent eigentlich euch wird den Inhalt näher bringen und, wie ich gesagt habe, auch Fragen beantworten. Die Teilnehmer sind natürlich zum Zuhören, Zuschauen verdammt. Ob ihr Notizen macht, selbstverständlich möglich. Die Unterlagen, die wir euch zeigen während dem Format und der Präsentation, sind einerseits auf der Webseite zu finden, andererseits, wenn das nicht so wäre, jederzeit über einen Link, wo ihr die Registration gemacht und den Link bekommen habt, wird das euch auch zugestellt. In dem Sinn ist das Webinar aufzeichnet, also das wäre eine Möglichkeit, wenn Informationen noch nachgeholt werden, dass ihr die Möglichkeit bekommt oder habt,
eigentlich neu oder nochmal ins Webinar einzuklinken. Wir haben unter dem Titel Hockey at Home eigentlich die ganze Geschichte, was wir neu jetzt aus diesen neuen Umständen haben können entwickeln, hier aufgeschaltet. Das ist die Webseite Swiss Ice Hockey. Ich probiere nachher einen Wechsel zu machen. Ihr seht auf der einen Seite die Seminar-Agenda, vielleicht schon bekannt, und die verschiedenen Elemente unter dem Motto Hockey at Home. Ich mache jetzt hier einen Schwenker und gehe direkt live in die Webseite. Ich hoffe, ihr seid alle dabei mit der Webseitendarstellung Hockey at Home, die eigentlich prägnant auch hier im Hauptmenü zu finden ist. Wenn ich nachher weiterklicke, dann komme ich hier über die Webinar-Agenda auf Hockey at Home. Ihr findet dort eigentlich auf der einen Seite die Unterlagen, da kommt der Nick auf euch zu. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen auch ein bisschen motivieren, dass sich die Kids bewegen können in einer Form, die sie bis heute nie hatten. Wir waren vielleicht zu verdammt in diesen geführten Trainings, zu bewusst immer wieder haben wir reingegeben, was wir wollen, warum nicht die Chancen nutzen, wenn ich hier kreative Ideen haben, ist das nur ein ungefiltertes Sammelsurium von Elementen, wie man auch trainieren kann. Und wenn ich da ein Beispiel versuche zu starten, wenn ich das Beispiel sehe, ist das vielleicht nicht das effizienteste im Grundsatz, aber ich finde es eine wirkliche Gelegenheit, auch die Spieler zu animieren, selber Überlegungen zu machen, eventuell hier Ideen zu holen oder, und ich möchte hier darauf hinweisen, wir machen einen kleinen Wettbewerb, wo eigentlich nicht nur die Fitness im Vordergrund steht oder Stimulus von Kreativität. Wir suchen kreative Spieler. Wie können wir etwas dafür tun? Vielleicht hier ein Element aus der Situation heraus, dass die Athleten und Athletinnen, die Kids, ihre Idee selber, wie ich fit bleiben kann, wie ich etwas speziell als Übung kreieren kann, das aufnehmen und uns zustellen. Über Coach at SIF. Wir werden die Besten prämieren und eben auch über die Webseite publizieren. Das hoffe ich natürlich, dass ihr
das könnt weitergeben, euren Mannschaftsteilnehmer und sie motivieren, dort eigentlich nicht nur fit zu bleiben, sondern auch kreativ die Situation zu nutzen. In diesem Sinne war das eine kleine Einführung gewesen. Ich möchte herzlich begrüßen, den Nick. Hallo zusammen, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Er wird uns jetzt nachher durch die Präsentation, die wir vorbereitet haben, führen. Beispielhaft auf der einen Seite für euch als Trainer zum Verständnis, wie ihr sie vielleicht könnt filtern, übernehmen, eventuell eben so weitergeben oder Inhalte davon weitergeben, für eure Kadermitglieder zu motivieren, fit zu bleiben in dieser Zeit, wo kein geführtes Training kann stattfinden. In diesem Sinne übergebe ich dir und ich werde in der Zwischenzeit die Präsentation hier aufschalten. Merci Markus, noch einmal für die Vorrede. Merci Markus für die Einleitung. Ich möchte euch wirklich auch recht herzlich begrüßen zum ersten Webinar. Wir waren beide zusammen recht nervös gewesen, jetzt auf den Augenblick. Ich habe x-mal geübt. Ich bin aber eigentlich überzeugt, dass wir jetzt das Bestmögliche probieren rauszuholen. Wir werden es so machen, der Markus wird eigentlich blättern, wird bei Präsentation vorwärts gehen und rückwärts gehen. Ich werde versuchen, euch den Inhalt näher zu bringen und da wäre ich eigentlich schon beim ersten zentralen Punkt. Das ist eigentlich unsere Motivation gewesen, das ganze Team von Youth Sport and Development, dass wir euch etwas zur Verfügung stellen können, dass wir etwas erschaffen können und Dokumente so aufbereiten, dass ihr die eigentlich im Trainingsalltag nutzen könnt. Unser Ziel ist, dass wir mit der Arbeit, die wir gemacht haben, und eben, wie gesagt, die Unterlagen, die wir euch versuchen, stufenadäquat zur Verfügung zu stellen, dass ihr eigentlich mit dem direkt eure Jungs und eure Girls könnt beliefern könnt, so dass ihr Eckpunkte habt, dass ihr Anhaltspunkte habt, wie ihr in dieser ja, doch außerordentlichen Zeit, in der wir uns zurzeit drinnen befinden, ja, wirklich Unterlagen haben, wo die Kinder daheim können trainieren und individuell können trainieren. Das war eigentlich unsere Motivation, im ganzen Team seine Motivation, euch so Unterlagen so aufzubereiten, dass ihr das eben 1:1 könnt nutzen. Und jetzt wäre das Ziel so von der nächsten Runde, plus minus 15 Minuten, dass wir euch das Programm ein bisschen näher bringen. Ich werde das anhand vom U20 und U17 Programm machen. Ihr findet im U13 wie im U15 und im U20 und im U17 verschiedene Wochenpläne. Wir haben mal ein Trainingsprogramm zusammengestellt, das so rund über 4 Wochen ging. Und wir haben bei U17 und U20 haben wir verschiedene Modelle, verschiedene Wochenpläne, weil wir doch gerade auch auf diesem Niveau, Top und A, doch sehr unterschiedliche Ambitionen haben von Verein zu Verein. Darum haben wir einen Wochenplan mit 3 Einheiten. Und einen weiteren Wochenplan als nächstes nachher mit 4 Einheiten, respektive sogar bis und mit 6 Einheiten. Darf ich dich, Markus, bitten, dass du ein paar Folien vorgehst, dass wir bei den 6 Einheiten sind. Das noch, jetzt noch 4 Folien. Genau, jetzt noch 2. Ah, genau, jetzt noch 1. Gut, tipptopp. Da wären wir angekommen. Das wäre jetzt so vielleicht für ganz ambitioniert oder wenn ihr wollt individualisieren und Athleten habt und Spieler oder Spielerinnen habt, die etwas mehr wollen machen wollen, die noch Extras wollen machen, dann könnt ihr ihm vielleicht irgendwo diesen Wochenplan zur Verfügung stellen und irgendwo der Mannschaft als Grundmuster der dreimalige oder mit 3 Einheiten pro Woche mit auf den Weg geben und der, der mehr machen will, kann hier noch etwas rausholen. Wir denken, dass das auch so genau eine Möglichkeit ist, zum Individualisieren. Und wir möchten jetzt anhand von diesem Beispiel hier, von diesem Wochenplan, einmal das ganze Programm ein bisschen anschauen, wie das ablaufen würde. Unsere Idee war, dass wir, wie gesagt, einen Wochenplan oder ein Programm erstellen von so rund 4 Wochen. Und wir finden hier jetzt zum Beispiel in diesem Wochenplan der Mandy. Am Mandy findet ein Ausdauertraining statt. Und wir sehen, dass nach dem Ausdauertraining noch ein Rumpftraining stattfindet. Und wir schauen jetzt einmal zusammen anschauen, wie sich der Athlet oder die Athletin hier zurechtfinden kann. Das heisst, sie sieht Thema Ausdauer und sie sieht, ich absolviere das Programm 1.
am Mandy. Markus, darf ich dich bitten, dass du jetzt switchst auf Folie 10. Folie 10, ihr habt hier, wenn ihr näher vorwärts geht, habt ihr so themenbezogene Inhalte, Thema Ausdauer, findet auf der Folie 10 das Programm 1. Der Athlet der kann, wie gesagt, vor in seinem Wochenplan schauen, kann näher blättern auf Folie 10 und sieht dann näher das Programm 1. Wenn das ein bisschen genauer anschaut, dann hat er eigentlich vor sich ein ganzes Warm-up. Er hat nach der Absolvierung des Warm-up auch Beispiel vor Laufschuh, dass er sich wirklich optimal vorbereiten kann auf die Einheit. Und er hat eine Beschreibung, wie das Training abläuft. Er hat jetzt hier 3x10 Minuten Jogging mit rund 2 Minuten Erholung zwischen. Das heisst, er tut eigentlich 10 Minuten Joggen und nach diesen 10 Minuten tut er sich 2 Minuten erholen. Das heisst, wenn wir das probieren zu steuern und ihm einen Anhaltspunkt geben, wie intensiv das soll sein, haben wir uns erlaubt, das ganze Training eigentlich mit der Belastungsskala, mit der Forster-Skala probieren zu steuern. Das heisst, mit Zahlen von 1 bis 10 probieren wir das Training so zu schreiben, dass der Athlet weiss, was erwarten wir von ihm. Und ihr bitte jetzt dir, Markus, eine Folie vorzugehen, eine weiter vor, eine in die andere Richtung. Genau. Auf der Folie 9 finde ich eine Beschreibung zu dieser Forster-Skala, die ihr dem Athleten schicken könnt, wo er sich dann zurechtfinden kann, wo er sieht, ja, das Zähne ist ein Ultra-Herz-Training. Das ist absolut das härteste Training, das er jemals gemacht hat. Das Training 1 ist super, super easy, das ist sehr, sehr locker. Und ihr seht oben rechts von jedem Foliensatz im Bereich Ausdauer, seht ihr den Tachometer, der euch beschreibt oder am Athlet beschreibt, wann ist welches Training wie intensiv. Also wenn ihr Belastung habt, und jetzt bitte ich dir, Markus, wieder auf Folie 10 zu gehen. Wenn wir jetzt hier anschauen, dann sehen wir, dass der Rotpfeil, Belastung, dort auf der Ziffer 6 ist und die Erholung irgendwo zwischen 2 und 3. Und genau so soll er es empfinden. Er soll sich nach seinem persönlichen, nach dem subjektiven Empfinden richten und das Training dann eigentlich dementsprechend absolvieren. Im Thema Ausdauer hat es natürlich noch weitere Programme. Wir haben hier eher ein lockeres, ein Grundlagenprogramm. Wenn wir weitergehen, haben wir nachher ein intensiveres Programm. Wenn wir auf Folie 11 gehen, Markus, dann haben wir dort ein intensiveres Programm, so ein 4x4, auch das soll aber ein bisschen spielerischer Natur sein, wo er eigentlich das Sportgerät kann wählen kann. Die können jetzt aber natürlich als Trainer ihm auch vorgeben, dass er das in Running-Form wollt, oder ob es mit dem Bike wollt, oder ob es Inline wollt, das könnt ihr natürlich dann machen, wenn es für euch stimmt. Aber dementsprechend ist hier eigentlich das Ziel so, dass der Athlet ein bisschen auswählen kann, welches Sportgerät wählt er jetzt. Er absolviert in seiner näheren Umgebung sucht er einen Rundparcours, einen Rundkurs, wo er, wenn er volle Pulle, 100% geht, kommt er mit 4 Minuten durch. Und dann probiert er das in ihrer ersten Session, so ihre 4:15, 4:30 zu absolvieren, wo er sich wieder fragt, wie habe ich die Belastung empfunden? Ist das für mich ein 8 gewesen? Oder ist es nicht gewesen? Bei 4:30 keine Achtung war, dann probiert er die zweite Runde ein bisschen intensiver zu gehen, so dass er sich eigentlich zeitmässig auch ein bisschen orientieren kann. Habe ich das wirklich einhalten können? Trainiere ich in dem Bereich, wo ich soll trainieren, um das auszubilden, was ich auszubilden will. Wenn wir noch eine Folie weitergehen, auf Folie 12, dann gibt es noch ein Programm im Sinne von einem Grundlagenprogramm, wo aber auch irgendwo mit einem Gespendlich absolviert werden, also mit einem Geschwisterteil oder aber auch familienmässig ein Event gestaltet werden, so Run and Bike, wo jemand zum Beispiel mit dem Melo unterwegs ist, der Partner absolviert eine gewisse Strecke im Running Style, also joggt, rennt
Und so nach 10 Minuten wird gewechselt und dann joggt diese 10 Minuten der andere auf dem Velo und dann wieder im Wechsel. Und das so über eine Gesamttour von rund 60-70 Minuten. Das wären so die drei Ausdauerprogramme. In den Wochenplänen, und da bitte ich dir, Markus, jetzt noch einmal zurückzugehen auf die Wochenübersicht von diesen 6 Einheiten, dass wir das noch einmal sehen. Merci vielmals. Und das wird sich dann abwechseln. Ihr seht Programm 1, Programm 3, Programm 2. So kann sich eigentlich der Athlet zurechtfinden. Und wenn wir dann nur 4 Einheiten oder 3 Einheiten haben, ist es dementsprechend aufgeteilt. Wir haben, wenn wir den Donnerstag nehmen, zum Beispiel auch kraftorientierte Programme. Sie auch die sind natürlich irgendwo mit dem Aspekt kraftausdauerorientiert anzuschauen. Wir haben es aber gleich so probieren zu schreiben, dass wir einen Kraftreiz setzen können. Und dort möchte ich mich bedanken bei Trainerbildung Schweiz, gerade bei Adrian Rothenbühler, der uns dort unterstützt hat, dass wir wirklich auch Trainingsmethoden respektive Trainingsübungen wählen, wo wir so einen Krafttrainingsreiz auch dementsprechend setzen können. Wenn wir jetzt das Kraftprogramm anschauen, denke ich, möchte ich anhand von dem noch aufzeigen, wie sich der Athlet zurechtfinden kann. Und darum bitte ich dich, Markus, vorwärts zu gehen auf Folie 16. Das heisst, wenn ihr jetzt blättert und mit dem Thema Kraft auf Folie 16 kommt, dann sieht er den Ablauf des Programms, er sieht, was er für Material braucht. Er braucht einen Stegen, ein Mättchen, einen Stuhl. Und irgendwo eine Uhr als Timer. Das kann natürlich auch ein Handy sein, aber es kann auch irgendwo eine Stoppuhr sein. Ist egal. Einfach das so, dass er irgendwo Zeit im Griff hat. Er sieht aber auch das Warm-up. Er sieht das Warm-up, das er zu absolvieren hat, eigentlich vor diesem Programm. Und das wäre jetzt das Warm-up 2. Und ich bitte dich jetzt, Markus, noch zu switchen ins Themengebiet Warm-up auf Folie 26. Er findet dann eigentlich in diesem Themenbereich Warm-up, findet er mehrere Warm-ups, die er dementsprechend vor dem Programm absolvieren kann. Und hier ist Programm 2, wäre jetzt auf das Kraftprogramm 2 geschrieben, das mit dem Seilgumpi-Programm beginnt, dann mit dem Mobilitätsteil weitergeht. Und wenn jetzt noch eine Folie weitergeht, Markus, dann kommt der zweite Teil von dem Warm-up, wo man noch wirklich die Aktivierung vom Rumpf im Zentrum haben, als Teil 3 und dann als Teil 4 eine Vorbereitung mit Lateral Lunges, Forward und Backward Lunges, sodass wir wirklich die Struktur so vorbereitet haben, dass er dann ins Krafttraining einsteigen kann. Markus, du kannst zurück auf Folie 16. Aber so sind eigentlich alle Warm-ups so beschrieben, dass sich euer Athlet, Athletinnen zurechtfinden können. Sie sind entweder mit Bildern dokumentiert und Bilder ergänzt mit Text, so dass sie das eigentlich eins zu eins können durchführen, so dass ihr möglichst wenig Aufwand betreiben müsst, für so ein Programm, für Heimprogramm für eure Athleten können zur Verfügung stellen. Auch bei den Übungen, in den Kraftprogrammen ist es so, dass wir die eigentlich mit Video hinterlegt haben. Das heisst, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Übung 1 schauen, die Sprünge einbeinig, dann kann man unten dran den Link anklicken und danach wird eigentlich ein Video aufgeschaut oder es erscheint ein Video, das eigentlich beschreibt und dem Athlet und der Athletin aufzeigt, wie die Übung dementsprechend funktioniert. Der Athlet und die Athletin haben dann auch im Weiterverlauf hinter den Übungen eigentlich Beschreibungen, in welcher Woche dass sie wie manche Wiederholungen müssen absolvieren müssen. Wenn sie jetzt 6 Wiederholungen gemacht haben, 90 Sekunden Pause, dann wieder 6 Wiederholungen, wieder 90 Sekunden Pause. Und das ist steigend, das ist aufbauend von Woche 1 zu Woche 2, zu Woche 3, zu Woche 4. Wenn wir die Woche 4 anschauen oder die Woche 3, wenn es um All-Out geht, dann ist es eigentlich grundsätzlich so, dass die Zielsetzung die ist, dass jeder Athlet aufgrund von seinen Fertigkeiten, von seinen Fähigkeiten, so viele Wiederholungen wie möglich absolviert, pro Umgang, pro Serie, so dass wir wirklich eine maximale Ausreizung können garantieren können. In diesem Kraftprogramm 2 haben wir wie zwei Teile. Wir haben einen ersten Teil,
wo die ganzen Übungen mit Wiederholungszahlen geschrieben sind. Und auf einer kommenden Seite, auf der nächsten Seite, Markus, bitte, haben wir noch so ein Restprogramm, das dann mehr oder weniger in Circuit-Form absolviert wird und auf Zeit mit Belastung und Erholung und aufgrund von Serien. Und das wäre eigentlich dann dementsprechend das Kraftprogramm. So findet euer Athlet und Athletinnen finden drei verschiedene Kraftprogramme vor. Sie finden drei verschiedene Warm-ups vor, sie finden verschiedene Core-Training, Rumpftraining vor. Und jetzt bitte ich Markus, hinterher zu gehen, weiter hinterher zu blättern in der ganzen Präsentation. Das muss man noch einmal sehen. Wir haben hier die Rumpftraining, auch dort wieder verschieden von der Woche her, Woche 1 und 2, Woche 3 und 4, wo sich Programm und Protokoll ein bisschen unterscheiden, wie vorhin erwähnt. Noch die Warm-Up-Programm, wo eins ums andere beschrieben ist und im Detail beschrieben ist, wo die Athleten aufgrund von Wahl vom Kraftprogramm oder von Vorgabe vom Kraftprogramm zu absolvieren haben. Und wir haben dann im Weiterverlauf der ganzen Präsentation natürlich auch Regenerationsmassnahmen, verschiedene Stretching-Programme, die dann anschliessend in die Dokumentation kommen, wo die Athleten selbstständig können ausführen und auch sollen ausführen. Aber auch dementsprechend mit Bildmaterial dokumentiert sind und sich der Athlet und die Athletin eigentlich dementsprechend sollte, zurechtfinden und eigentlich sollte selbst erklärend sein. Markus, darf ich dich bitte noch ein bisschen weiter zu blättern? Da kommen wir zum Stretching-Programm von denen, die ich vorhin erläutert habe. Gerade der Hüftbereich, der doch sehr zentral ist im Eishockey. Muss nie jemandem schadet, in diesem Bereich arbeiten können. Hier so ein ganzheitliches, Ganzkörper-Stretch-Programm. Dann haben wir die ganze Blackroll-Geschichte, die auch noch einmal im Detail beschrieben ist. Mit verschiedenen Übungen, Unterkörper und Oberkörper. Und was wir auch in der ganzen Dokumentation haben, und das haben wir auf der Stufe U13, U15 und U20 bis U17, noch weitere Trainingsmittel oder Hilfsmittel. Es gibt ganz viele verschiedene gute Apps, wo man damit arbeiten kann, die ihr euren Jungs vielleicht als Zusatzprogramm, wenn ihr das wollt, oder wenn ihr zusätzliche Informationen wollt holen, weitere Programme wollt oder weitere Programme wollt holen, respektive Ideensammlungen wollt holen für weitere Programme, dann werdet ihr hier fündig. Das sind eigentlich so unsere Favorites, unsere Favoriten, was die Apps anbelangt. Wir haben das auch dokumentiert über Empfehlungen von den Apps, wo wir das Gefühl haben, das sind wirklich sehr gute und sehr hilfreiche Apps. Wenn wir noch weitergehen, haben wir noch eine Seite mit sogenannten Bewegungsskills und Lernvideo. So eine Dokumentation über wie lernen in Handstand, wo wirklich verschiedene Videos hinterher angeschaut sind, die euch aufzeigen, welche sind die Lernschritte, die müssen nacheinander absolviert werden, dass der Handstand glückt. Und auch hier könnt ihr zum Beispiel eine Challenge ausrufen und sagen, welcher von meinen Athleten und Athletinnen kann nach diesen 4 Wochen Input oder Hometraining den Handstand vorzeigen, in Perfektion, vielleicht gelaufen, wer kann am mittigsten laufen, wer schafft die meisten Meter. Das ist so eine Möglichkeit. Natürlich genau das Gleiche im Bereich des Jonglieren, wo wir noch verschiedene Lernvideos aufgeladen haben, wo sich ein Athlet selber eigentlich schon klar beibringen kann. Die nächsten zwei Links sind eigentlich vor allem für euch, für ihr als Stufenverantwortliche oder Nachwuchsverantwortliche, wo ihr weitere Trainingsinhalte herunterladen könnt. Gerade beim Schweizerischen Verband für Sport in der Schule findet ihr xxx Lektionen. Vielleicht auch, wenn wir die Krise mal überstanden haben im Nachgang für gewisse Ideensammlungen, wenn wir dann wieder zusammen trainieren, wo ihr dort wirklich fit sind und wirklich schön ausgearbeitete Lektionen könnt abholen und euch dort könnt inspirieren. Gerade auf dieser Seite sicher sehr empfehlenswert, wie aber auch auf dem mobilen Sport. Das findet ihr alles auf diesen Dokumentationen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufzeigen, wie das in sich strukturiert ist, wie das angedenkt ist. Ich hoffe, dass es möglichst, oder bin überzeugt, das ist wirklich selbsterklärend. Ich denke, die Athleten, die gerade sehr bewandert sind und sehr geübt sind in den heutigen Technologien, sollte sich dort eigentlich zurechtfinden. Was wir aber nicht unterlassen
ist unserem Mister 50% auch gerecht zu werden. Dort hat sich der Thomas Bäumle vom Team Development and Youth Sports sehr ins Zeug gelegt und hat ebenfalls eine Dokumentation erstellt. Und dort wäre sicher die Überlegung die und das Ziel die, dass der die Chance ergreift und die Wochenpläne, die wir vorhin angeschaut haben, dass ihr die probiere, so zu adaptieren und zu erweitern oder zu ergänzen mit goalspezifischen Übungen. Ich finde diese Dokumentation und diese Präsentation ebenfalls auf der Homepage. Ihr seht, was, oder der Goalie sieht, was er für Trainingsmaterial braucht. Da ist auch gewisse eigene Ideen gefragt. Vielleicht hat jemand nicht ein super Band, vielleicht hat jemand nicht eine Gewichtsscheibe daheim. Das ist ja noch sehr naheliegend, dass er die nicht hat. Aber grundsätzlich wäre dort vielleicht die Möglichkeit, dass er eine PET-Flasche füllt mit Wasser. Ich habe vorhin ja, also zum Beispiel in den Lunches-Übungen, dass man einen Rucksack nimmt und die Athleten eine halbe Liter PET-Flasche mit Wasser füllt und den Rucksack füllen mit diesen PET-Flaschen, dass wir Zusatzgewicht haben. All diesen Ideen sollen keine Grenzen gesetzt sein und dort bitte animiert eure Athleten, dass sie dort eben so wirklich kreativ möglichst Lösungen finden, um auch so Zusatzgewicht können ins Leben zu rufen. Ihr findet hier auch zu jedem Thema beschrieben, wie viele Serien, wie viele Wiederholungen. Ihr habt auch hier einen Link drauf, wo nachher die Videos kommen. Die Videos sind so zusammengestellt hier, dass eigentlich der Athlet gleichzeitig, wo das Video läuft, auch die Übung absolvieren, also 1:1. Und hier wäre jetzt eigentlich auch, würde sich wie aufdrängen, dass wenn zum Beispiel das Kraftprogramm 2 wäre, dass der Goalie zum Beispiel ein goalie-spezifisches Krafttraining hat. Oder im Verlauf der Präsentation kommen auch explizite koordinative Übungen, wo man mal setzen kann und sagen, dir Goaline, dir mache ich dann oben anstelle vom Ausdauerprogramm, mache ich dir das koordinative Programm. Oder anstelle vom Kraftprogramm mache ich dir das Rumpfprogramm aus dem Goalie-Programm von Thomas Bäume. Ich bin eigentlich überzeugt und wir vom Team Youth Sport and Development sind überzeugt, dass eigentlich mit dem konsequenten Anwenden von diesen Programmen und mit der Erweiterung, denke ich daran, die Programme, die wir hier geschrieben haben, die beinhalten eigentlich alle oder berücksichtigen eigentlich alle nur die konditionellen Aspekte. Und ich werde noch dazu animieren, zusätzlich die Girls und Boys darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel der Bereich Stickhandling seinen Platz bekommen soll. Unbedingt. Also denkt daran, auch dort, dass wir mit Holzkugeln arbeiten, dass wir mit Streetbugs arbeiten, dass wir kombiniert mit Inline, ohne Inline, auf Skateboard, whatever, dass wir dort wirklich auch kreativ sind, aber auch den Bereich Technik, was möglich ist, unbedingt versuchen zu implementieren in die Programme, die hier eher und eigentlich ausschließlich für konditionelle Aspekte beinhalten. Das wäre vielleicht irgendwo so ein erster Überblick oder eine Einführung in die Programme. Merci Markus als Operator. Ich sehe jetzt auf der rechten Seite bei mir sind Fragen reingekommen. Markus, wollen wir die gleich angehen, direkt? Ich würde sagen, vielen Dank. Der Amerikaner würde sagen, great stuff. Das ist sehr viel Material. Einzelne Fragen aus Zeitgründen werden wir jetzt nehmen. Vielleicht, wenn du Nick gerade gesehen hast, bitte gang darauf ein, wenn du die Fragen gerade gesehen hast. Ich habe da weitere für mich auch noch notiert. Genau. Ja, Anonymous. Der Anonymous hat die Frage gestellt, wie können wir als Trainer den Fitnessstand kontrollieren? Ich denke, die Frage ist mehrschichtig. Also einerseits der Fitnessstand im Grundsatz, denke ich, ist im Moment recht schwierig. Was wir können haben, wir können nicht irgendwo Leistungstests machen, aber wir können natürlich zum Beispiel einen Kilometerlauf ihnen vorgeben, dass jeder den Kilometer läuft, dass man sieht, welcher hat was für eine Performance an den Tag gelegt, für den Kilometer zu absolvieren und dementsprechend vielleicht im Ausdauerbereich irgendwo gewisse Indikatoren können zu erheben.
Andererseits verstehe ich die Frage ein bisschen in die Richtung, wie kontrolliere ich, was der Athlet absolviert. Dort ist sicher die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel mit Online-Tagebüchern arbeiten. Atlist.com, das ist eine Schweizer Internetseite, wo gratis Online-Tagebücher zur Verfügung gestellt, wo sich der Athlet kann ein Benutzerkonto eröffnen kann. Ihr als Coach könnt auch ein Benutzerkonto eröffnen und dementsprechend näher zusammen kommunizieren, wo er seine Training muss auswerten und ihr dementsprechend die Trainings könnt steuern könnt. Bei Anonymous oder andere von den Teilnehmern interessiert sind an dem atlist.com, dann könnt ihr mir ein E-Mail machen auf niklaus.hess@sif.ch. Ich tue euch den Link senden und euch eine kleine Anleitung dazu senden, dass ihr das könnt in die Richtung, wenn ihr dort interessiert seid. Fair enough, vielleicht eine kleine Ergänzung, ich komme noch dazu. Wer die, sich die Adresse können merken kann, ist okay. Sonst komme ich nochmal, dass wir alle Anliegen eigentlich über Coaches Safe sammeln und entsprechend natürlich auch die entsprechenden Experten nachher zuliefern für Antwort. Gibt es noch weitere Fragen, die du gerade aus dem Liste nimmst? Eine zentrale Frage und wirklich eine wichtige Frage: Wie erkläre ich die Ideen den Spielern? Jetzt geht ihm natürlich den Umständen entsprechend. Wenn wir kein Tool zur Verfügung haben, wie das jetzt Teams ist, wo wir jetzt dran arbeiten, dann hat der Markus vorhin gesagt, Zoom ist eins. Da können sich die GLA als App abladen, das gibt es im App Store, Zoom, oder 40 Minuten Zeit haben, zusammen zu kommunizieren. House Party ist eine andere Möglichkeit. House Party ist ebenfalls eine App, die eure Spieler und Spielerinnen auf jeden Fall kennen. Leider Gottes ist es so, dass dort 8 Teilnehmer begrenzt sind. Dann müsste man es vielleicht in Gruppen machen, für schnell zu erläutern. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass ihr mit Zoom sicher nicht schlecht würdet fahren oder 40 Minuten gratis könnt und dann mit euren Teilnehmern dementsprechend könnt arbeiten. Es hat vielleicht noch eine weitere Frage von Manu Celio, die ich vielleicht noch übernehmen oder aufnehmen. Das ist wegen der Übersetzungen. Mit den Übersetzungen sind wir dran. Das Ziel ist, sonst musst du mich korrigieren, Markus, dass wir das Französisch auf irgendwo plus minus 25. April irgendwo haben. Ja, vielen Dank. Das Datum hättest du weglassen können. Das hilft immer. Nicht ganz so präzise, aber es ist richtig. Wir sind dran. Übersetzer eigentlich die Präsentationen schon genommen. Vielleicht als Ergänzung. Das ist jetzt viel Stoff. Wenn die Frage ist gekommen, wegen der Altersstufe U13, U11, U9, was kann ich machen, kann ich das auch brauchen? Gibt es da vielleicht noch ein Feedback von deiner Seite? Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch gerade in unserem Team mit Marco Bargetti, Ivan Brecker, die sie haben, gerade in diesem Bereich die Finger in den Kacheln, auch U9 bis U12 auf Hockey at Home. Auf der Internetseite, wo ihr mehrere Ideen habt. Ich denke auch gerade die kreativen Ideen in diesem Bereich sind sehr spannend. Aber gerade so ein Spike and Run oder Laufen dein Alter kann man jederzeit implementieren auf einer Stufe von U9 bis U12. Vielen Dank. Vielleicht auch noch als Ergänzung von meiner Seite. Das ist jetzt sehr viel Material. Wir haben es unter dem Stichwort Hockey at Home. Aber vielleicht ist das auch eine ausgezeichnete Gelegenheit für euch Trainer, wenn freie Zeit und Kapazität sich da in dieser Zeit ergeben, sich reinzulesen. Ich bin überzeugt, dass das auch für spätere Saison spannende Hilfe wird sein im Teamtraining. Aber und nicht zuletzt, schaut, wir sind in der Talententwicklung immer mehr wieder dazu angetan, Selbstverantwortung vom Spieler zu fördern. Was heisst denn das und wie können wir das fördern? Dann gebe ich es zurück an alle Teilnehmer, ist das nicht die beste Gelegenheit? Es geht über ein Thema, das sich jeder bewusst ist. Aber was er damit macht und wie er damit umgeht, da kann jeder eine Scheibe Selbstverantwortung in sich selber mit dem Thema Fitness eigentlich sich antun, entsprechend sich weiterentwickeln. Und ich wäre auch mutig, vielleicht auch als Trainer zu sagen, wenn man die virtuelle Tool nicht hat, wo der Nick hat gesagt, dass man dort sagt, ja, die und die Seite lesen, es ist alles auf der Webseite zur Verfügung, ich komme noch dazu, dort dann zu sagen, schau dir die Seite an,
Gang die Beispiele abholen, versuch selber dir ein Programm, das dir passt, auch zuzuschneiden. Und wenn einer das nachher macht und angeht, dann glaube ich, hat er schon einen fantastischen Schritt gemacht in seiner Persönlichkeit, Selbstverantwortung zu übernehmen, sich selber einzuschätzen und sich selber auch zu stossen, sich weiterzuentwickeln. Also in dem Sinn geht es hier nicht nur um physische Fitness, vielmehr vielleicht auch um mentale Bereitschaft und Bewusstsein. Ich will das und was will ich, was mir gut tut. In dem Sinn wäre die Zeit schon langsam am Abrunden. Vielleicht werden wir hier einen Versuch machen, wo wir jetzt in einer Live-Schaltung probieren, euch abzufragen, wie könnte es weitergehen. Ich habe am Eingang gesagt, es ist das Erste für uns. Wie gehen wir weiter? Was könnte euch dienen? Nick, ich weiss nicht, darf ich dir die Schaltung übergeben, wenn wir alle das Handy zücken können. Der Nick wird versuchen, eine Seite aufzufahren, wo eigentlich wir die Fragen in der Gruppe versuchen zu beantworten. Ich hoffe, ihr habt die Mentimeter-Seite vor euch. Ihr seht oben der Link eigentlich. Wir bitten jetzt euch, euer Handy oder das iPad zur Hand zu nehmen oder auch das Notebook, egal. Und dann den Browser zu starten und dort eigentlich www.menti.com einzugeben. www.menti.com. Wir machen jetzt, weil es eine Live-Schaltung ist, dir eigentlich die Informationen leicht verzögert bekommen. Gehen wir jetzt nicht weiter und warten einen Moment, bis alle den Screen vor sich haben. Ich sehe im Moment, dass der Teilnehmer eigentlich den Screen vor sich hat. Gebe euch Zeit und wenn wir nachher bereit sind zum Voten, gebe ich das Zeichen am Nick, für wieder zu übernehmen. Genau, wichtig ist sicher noch zu sagen, nachdem dass ihr die Adresse eingegeben habt, werdet ihr aufgefordert, den Code einzugeben. Das 363076. Und dann solltet ihr eigentlich abstimmen können. Die erste, das ist schon drin, das läuft. Bis jetzt 4-0 für das Format, das Format gefallen hat. Das tut uns ein bisschen beruhigen, mild Markus. Wir sind natürlich happy, da alle anonym sind. Ich lese 33 Teilnehmer. Ich sehe in den Votings deren 9. Also jetzt 10-0. Jeder äußere. Wir warten noch einen Moment, ich komme rein, danke. Entweder war die Frage banal, haben wir uns selber gehuldigt oder merci vielmal, wenn ich da eine klare Antwort lese, soweit. Oder ihr probiert uns einfach ein gutes Gefühl zu geben, aber da sind wir wirklich dankbar. Nick, du hast dein Bier einen Weg verdient danach. Gleichfalls. Das schneiden wir noch raus, natürlich für die Publizierung vom Webinar. Wir warten noch einen Moment und dann denke ich, können wir den nächsten Schritt gehen für die nächste Frage. Genau, das glaube ich auch. Es zeichnet sich wirklich ab, dass dir Gefallen gefunden hat in diesem Format. Und darum würde ich uns erlauben, jetzt eigentlich eine Frage weiterzugehen. Kannst du dir, oder ist wirklich der Inhalt, den wir jetzt euch geboten haben oder euch gezeigt haben, ist das für euch hilfreich, für euch tägliches Tun? Weil das ist mir und Markus oder bei unserem ganzen Team ein grosses Anliegen, dass wir euch in eurem täglichen Tun können unterstützen können und das dementsprechend auch so können gestalten und so können aufbereiten, dass ihr das könnt nutzen könnt. Das ist eigentlich eine von unseren grossen Zielsetzungen. Und auch da meint ihr es bis jetzt gut mit uns? Ja. Jetzt weiß ich nicht, Nick, du als Creator von Mentimeter, gibt es irgendwie ein Häkchen, wo man Nein kann blockieren kann? Ich wüsste es noch nicht. Der Inhaber oder der Mitarbeiter von Mentimeter hat heute geschrieben,
ob wir behilflich sein können, ob ich noch Hilfe würde brauchen würde. Dort habe ich mir das eigentlich überlegt. Aber ich habe mich nicht angewendet und darum ist bis jetzt das Nein noch nicht gekommen. Aber es ist doch jetzt ein Nein noch reingekommen. Ja. Eins ist gekommen. Dann haben wir natürlich einfach als Test, ob das geht. Der geht aus der Statistik, aber sonst darf er mir selbstverständlich auch schreiben, wenn es doch 16 Nein ist. Oder andererseits so als Motivation für unsere nächsten Arbeiten. Also, wenn wir eine Frage weiterzugehen. Der Markus hat vorhin bei der Einleitung gesagt, wir haben mehrere Seminare geplant oder Webinare geplant und seid ihr wieder dabei. Das ist eigentlich grundsätzlich so. Und dass wir noch nicht gerade vertrieben haben, wir hoffen schwer, dass ihr wieder reinschaut. Und die Inhalte, wenn ihr jetzt so positiv rückmeldet, wie ihr es jetzt wieder dran seid, dann bitten wir euch auch, es weiter streuen, es weiter empfehlen, es eurem Umfeld kund, so dass wir beim nächsten Webinar die 37 Teilnehmer, die wir glaube an Top hatten, heute irgendwann als Topwert, dass wir das können toppen können in den nächsten Webinar. Ich glaube, wir haben noch eine Frage, Küssel, gell? Mhm. Genau. Und das hat der Markus ja eigentlich auch schon angesprochen. Denkt ihr, sind so Format für nach dieser Krise auch sinnvoll? Gerade im Sinn, vielleicht im Bereich Kurswesen, aber auch Informationsveranstaltungen. Kurzfristige Informationen, die wir euch hertreten oder euch weitergeben können. Vielleicht, wenn ich da ausholen darf, ich selber wäre sehr motiviert, eigentlich das, nebst unserer klassischen Schiene, die wir in den verschiedensten Formaten, die ihr alle auch kennt, ja schon längstens etabliert haben mit unserer Ausbildungsstruktur. Passt, gar nicht davon aus, dass die Formen schon implementiert haben. Aber dass wir hier eine Kombination machen von kurz, eine Stunde, ich frage dann vielleicht auch noch nachher nach dem Zeitformat, was ist geeignet, thematisch ganz präzise Leute können anschreiben, das implementieren, austauschen in dieser Form oder vielleicht sogar in Gruppenchatform, wo ihr auch zu Wort könntet kommen. Lass uns das ausprobieren, dass wir dort Erfahrungen können sammeln und es eben letztlich nachher die Chance gibt, nebst dem Standardprogramm thematisch viel näher mit euch zu kommunizieren und die Entwicklung U-Sport weiterzutreiben. Ich würde dich wieder übergeben, Markus, dass wir eigentlich zu der letzten Folie kommen. Merci vielmals, liebe Teilnehmer, für die Ausfüllung von der Umfrage. Es gibt uns doch ein Zeichen, in welche Richtung dass wir dürfen weiterarbeiten dürfen. Und merci vielmals. Merci, Nick. Jetzt hoffe ich packe das noch zum Schluss. Wir sind hier eigentlich mal gestartet, nochmal als kleinen Überblick. Die Kachel als auf der Webseite eigentlich vorhanden. Also sowohl für Trainer wie für Athleten zur Verfügung. Glaubt ihr aber auch, dass der Athlet, wenn er reingeht, vielleicht eine gewisse Guideline braucht von euch Trainer, wenn er sich da betätigen kann. Nochmal meine kreative Ideen. Seid nicht streng, wenn sich einer kreativ gibt und anders macht, dann wollen wir auch das nochmal schätzen. Hier können wir es sogar ein bisschen wertschätzen und über einen Wettbewerb hätten wir das honorieren. Warum nicht sich vielleicht ein Junge einen Traum verwirklichen, an einem Länderspiel mit unserem Nationaltrainer in Kontakt zu kommen. Das wäre letztlich so ein bisschen auch eine Hintergrundmotivation für Kreativität zu fördern. Wenn ich hier noch weitergehe, hoffentlich seid ihr mir nicht böse, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Fragen haben, weil es wirklich auch für uns eine erste Form ist. Da tun sich einzelne überschneiden, aber ihr bekommt nochmal einen Link innerhalb von eurer Registration mit einer Formseite, wo ihr mit ein paar Klicks vielleicht das so könnt festhalten könnt. Das Format nehme ich natürlich dort auch unter. 45 Minuten Präsentation, einzelne Fragen sind reingekommen. Wie gehen wir damit um?
SIF-Informationen, die immer auch gefragt sind, vielleicht in der Chance, dass wir direkt kommunizieren können. Wäre das eine Form oder seht ihr andere Vorschläge? Das auf der einen Seite. Ich weiss nicht, wie es euch ergangen ist. Bei uns hat soweit alles geklappt, aber stimmt bei euch die Qualität von Sound, Bild und natürlich der Software, die wir hier nutzen? Nick hat schon gesagt, es gibt alternative Tools wie Zoom, hier mit Teams, soweit so gut von unserer Seite. Wie sieht es bei euch aus? Und diese Frage wirklich zentral für mich auch, Corona, werden wir überstehen, wir schaffen das und Hockey hat sich vielleicht neu zu definieren. Da möchte ich nicht die ganz grossen Fragen ansprechen, aber mehr von Ausbildung dürfen uns natürlich und müssen uns die Frage auch stellen, ob das eben ein neues Format ist, wo wir eine Chance haben, einen Packel innerhalb von Corona neu zu entwickeln. Und ganz allgemein ein offenes Feld innerhalb von Feedbacks, da sind wir natürlich sehr froh für alle Worte von euch, die uns helfen, wissen, dass es ankommt, oder B, wie können wir vielleicht dort Verbesserungen machen. Ich verweise nochmal auf die Webseite Webinar. Ich bin in Verhandlungen und Diskussionen mit dem Nationaltrainer, da wird etwas kommen. Wir werden Themen ja schon lanciert haben. Nächste Gelegenheit seht ihr hier innerhalb von unserem Programm da. Das ist schon fast mit mir, ohne meine schwachen Brille. FTEM, das wäre ein weiteres Thema. Wir werden auch französische Seminare anbieten. Ich kann vielleicht noch darauf hinweisen, Spielrollen seht ihr hier. Manuele Celio wird als erfahrener Trainer eigentlich hier eine gewisse taktische Note reinbringen können in so einer Form. Und innerhalb von Pro-Lizenz vom 16.05. ist der Luca Cereda bereit, eigentlich sein Seminar Symposium WM 2020 in dieser Form euch näher zu bringen. Das wird also nicht nur für Pro-Lizenz-Teilnehmer offen sein, sondern für alle Interessierten. Das ist ein bisschen Promotion innerhalb des Programms, wo wir allenfalls so werden erweitern, wenn wir jetzt da die Feedback dürfen, so motiviert aufnehmen mit neuen Themen und neuen Möglichkeiten. Ich weise darauf hin, coming soon. E-Learn-Lektion, etwas, das eigentlich vor Corona entwickelt ist worden, vor Corona schon eingeleitet ist worden für die Basisausbildung. Wir sind in Hochdruck dran, eine spannende, fast anderthalb Stunden Lektion mit verschiedenen didaktischen Teilen aufzubereiten, wo könnte für einfach interessierte Trainer auch sein, nicht nur Grundeinsteiger, sondern einfach, die Freude haben und ein bisschen mehr mit den Hintergrundlehren kennen, in dieser Sportart und wie das könnte in einer E-Learn-Lektion aufbauen sein. Wir werden das kommunizieren, sobald wir parat sind. NHL-Webinar, hervorragendes Programm schon kommuniziert. Ich weise darauf hin, wenn jemand da sich einklinken will, es ist free, mit Top-Referenten natürlich, wie ihr seht, in der Thematik sicher interessant, für das eine oder andere, sich dort in dieser Form auf Englisch hineinzuziehen. Wenn jemand das will, auch wieder Frage an, oder Info an Coaches SIF. In dem Sinn, hier habt ihr nochmal die Adresse. Oder ihr könnt melden, dann werden wir euch den Link weitergeben. Alles andere ist nachher euch überlassen. In dem Sinn, Nick, vielen Dank. Nicht nur für die Präsentation. Ich finde hervorragend auch die Arbeit unter Zeitdruck. Wir haben also nicht weniger oder schlafende Zeit gehabt, jetzt mit den Unterlagen, mit dem Thomas Bäumle, Marco Pargetti danken, die dort andere wichtige, auch für die Stufe U9, U11, Sachen aufbereitet haben, die wir nachher in dieser Form werden präsentieren. In dem Sinne, special effort und vielen Dank, Nick, in dieser Form. Merci fürs Dabeibleiben. Wir haben ein bisschen überzogen, also 45 Minuten. Es war nicht, aber ich hoffe für euch, spannende 55 Minuten, kommt wieder. Danke vielmals und ciao zusammen, schönen Abend. Merci, danke euch, tschüss zusammen.